Servus LinkedIn, Servus YouTube. Ich habe wieder was Neues, was Verstecktes hinter meinem Kopf. Da seht ihr schon wieder die neuesten Sachen von den Buddies, die ich programmiert habe. Es geht um Durchbruchschatten. Ich weiß, da sind ein paar in 3D unterwegs, die auch viele nutzen. Ich selber nutze die nicht, habe da. Also die mit 3D, das ist nicht so mein Fall. Die mit 2D finde ich super in Ordnung. Aber ich muss natürlich selber was programmieren, damit ich da darüber neue Intelligenz und neue Sachen einbauen kann und dass ich das Ganze unter Kontrolle habe. Und genau die möchte ich euch zeigen. Kann ich aber gar nicht, weil mein Kopf im Weg ist. Das heißt, ihr müsst erstmal das Video teilen und verbreiten und dann verschwindet mein Kopf. Und wenn ihr das natürlich gemacht habt, könnt ihr auch gleich ein Like da lassen. Ja, vielleicht funktioniert es. Wunderbar, ihr habt es geteilt. Jetzt kann ich euch zeigen, was hier los ist. Also wir sehen hier meinen Assistenten. Also hier, zoomen wir mal ran an Öffnungen. Hier habe ich mein Layer Panel oder Palette, genau. Und hier habe ich die Möglichkeit, Fenster, Türen und Schwellen zu setzen. Kein Problem, das ist Standard. Aber hier sind die Deckendurchbrüche und Wanddurchbrüche. Und hier habe ich eine gewisse Intelligenz hinterlegt. Und welche das ist, zeige ich euch. Das Ganze ist eingeteilt in einfache Layer. Also hier sind einfach Bodendurchbrüche hier oben und hier unten sind hier sind die Deckendurchbrüche und hier unten sind doppelt gelayerte Durchbrüche. Diese unterscheiden sich lediglich darum, naja, komm, ich zeige es einfach mal. Ich habe hier schon mal drei abgesetzt. Hier ist der Bodendurchbruch von den einfachen Layern. Hier ist der Deckendurchbruch von den einfachen Layern und hier ist so ein Doppellayer. Ich bin jetzt in der EG-Decke. Das heißt, wenn ich in einem geraden Geschoss bin, also EG ist 0, das ist gerade. Ich weiß, 0 ist nicht gerade, aber die 1 ist ungerade, deswegen kommt die hier rein. Das zweite Obergeschoss ist wieder gerade, kommt wieder hier rein, drittes hier, viertes hier und so weiter und so fort. Und wenn ihr das so nutzen möchtet, das ist ein, ja, das könnt ihr so nutzen, dann habt ihr folgende Möglichkeit. Ich habe hier Layer-Vorschläge, wenn ich sage, ich möchte jetzt Boden. Durchbruch, Deckendurchbruch, Variante 1 haben. Seht ihr, jetzt entsteht hier nur der Layer für den Bodendurchbruch, Variante 1. Das Ganze kann ich natürlich auch in die Variante 2 setzen und auf einmal seht ihr Deckendurchbruch durchsichtig. Und das Coole ist wirklich, das könnt ihr für, wenn ihr einen Schnitt macht von zwei Geschossen, das machen wir jetzt hier mal. Wir holen die EG-Decke, wir holen die OG-Decke. Ich mache jetzt mal die OG-Decke. Dort setze ich zum Beispiel jetzt mal einen runden Durchbruch rein. Hier, zack. Und ja, genau, ich kann das natürlich auch drehen, indem dass ich diesen Pfeil hier anklicke und auf eine andere Seite zum Beispiel drehe. Und dann kann ich sagen, ja, okay, ich möchte die Beschriftung vielleicht sogar hier drin haben und so. Das könnt ihr natürlich frei wählen, wie ihr das haben möchtet. Und dann haben wir das Ganze. Wir haben hier den Durchmesser und wir haben hier wieder die Durchbruchsstärke mit dran stehen. Wer sagt, ja, das ist mir zu viel, dann deaktivieren wir halt das Z und und. Also wir haben jegliche Möglichkeiten hier irgendwas zu machen. Krass ist natürlich auch, wenn man jetzt hier diese Layer anschaut von den Wänden und wir sagen, ja, wir wollen im Positionsplan, wollen wir hier aber was anderes haben, ihr wisst, was ich meine, dann haben wir hier die Möglichkeit, wo ist es? Positionsplan, hier die Positionsplan Stilfläche zu aktivieren im Positionsplan. Das heißt, hier wird eine Stilfläche drüber gelegt, dann wird das Ganze irrelevanter. Natürlich ist es euch überlassen, ob ihr das so haben möchtet oder nicht. Genau. Wir fokussieren uns aber jetzt wieder hier. Ich kann natürlich auch einfach im Rohbau. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Einfach einen Deckendurchbruch erzeugen mal. Erzeuge, ja, genau. Passt schon. Den machen wir halt dann. Dann machen wir ihn halt so. So. Ich sage jetzt mal, ich habe schon einen rechteckigen Durchbruch und den setze ich hier rein. Und ihr seht, der nimmt das letzte Makro her. Ich kann das jetzt einfach ganz einfach umstellen, indem dass ich sage, ja, ich habe jetzt hier so einen Haken zu setzen und dann kann ich das Ganze hier auch reinsetzen. Genau. Ja, aber in dem Fall, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich diese Variante genommen habe. Am besten lösche ich das nochmal raus, das Smartpad, gehe auf Nummer sicher. Ich möchte Rechtsklick. Ein Makro in die Öffnung setzen, das hier rein und dann sage ich noch, welcher Eckpunkt es denn sein soll. Ich nehme immer den, welchen ihr nehmt, das möchte ich gerne in die Kommentare wissen. Und jetzt haben wir das Ganze hier mal abgesetzt. So, und jetzt aktivieren wir mal die EG-Decke und die OG-Decke
Und jetzt schauen wir mal, was der Unterschied ist. Also, na gut, machen wir es mal so. Setzen wir es mal nebeneinander. Wir merken uns, Ogedecke, Egedecke. Wir schauen es uns nochmal in 3D an. Also, es sind wirklich unterschiedlich erzeugt worden. So, und jetzt steigen wir auf die Layer-Ansicht um. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid im nächsten Geschoss. Einmal diese Ansicht und im nächsten Grundriss diese Ansicht. Das werde ich angerufen. Jetzt muss ich natürlich wärmen mal. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo ihr auch Feierabend machen dürft und das Ganze liken dürft. Wie findet ihr das? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Servus, ciao, euer Peter.